Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir dicke Rippe in einen Drehspießkorb gemacht. Dazu Kürbis mit Kartoffeln. Und ja, was brauchen wir heute alles am ersten Tag? Das ist das Fleisch. 2 Kilo dicke Rippen, 1 Kilo Zwiebel, Salz, Pfeffer, etwas Rosmarin, 5 Knoblauchzehen und ein paar Lorbeerblätter. Und dann werde ich Magic das nehmen. Ich habe noch jede Menge davon, muss irgendwie weg. Ansonsten, wenn ihr das nicht da habt, nehmt einfach Paprikapulver. Ich nehme das für die Farbe, da ist natürlich ein bisschen mehr drin, aber ich probiere mal was aus. Und ja, als allererstes werden wir die Zwiebel schneiden. Und ja, die Zwiebeln werde ich einfach einmal halbieren und dann in Streifen schneiden. Das mache ich jetzt. Dann werde ich einfach den Knoblauch reinpressen, aber das machen wir gleich. Und ja, die Zwiebeln sind geschnitten, jetzt kommt da unser Lorbeerblatt rein und Rosmarin, die Knoblauchzehen, ja, die fische ich erstmal raus und die presse ich durch eine Presse durch. Und ja, jetzt kommt Salz ins Spiel und ja, ich nehme jetzt aus der Packung schon, weil wir brauchen wirklich reichlich. Die Zwiebeln sollten, wenn wir jetzt die einmal durchkneten, ein bisschen übersalzen sein. Mit dem Streuer muss ich hier ewig drehen. Das reicht erstmal. Dann etwas Pfeffer und zum Schluss etwas von den Rub hier. Aber erstmal werde ich ein paar Minuten die Zwiebel schön mit den Händen durchkneten, damit der Zwiebelsaft sich ein bisschen, ja, damit er sich zeigt, also rauskommt aus den Zwiebeln und schön in das Fleisch einzieht. So, und ja, jetzt werde ich einfach kräftig die Zwiebel durchkneten. Und ja, los geht's, hier ist unsere dicke Rippe. Und die werde ich klein schneiden, weil die kommt in einen Grillkorb, den ich geschenkt gekriegt habe. Und ja, als erstes werde ich hier die Silberhaut entfernen. Ich glaube, wie das geht, ja, das weiß inzwischen jeder, der sich mit, ja, Grillen ein bisschen befasst. Geht wunderbar ab. So, ja, so einfach geht das. Und ja, das obere hier werde ich abschneiden, das ist schon mal eine Portion und dann schneide ich zwischen den Knochen einmal durch. Dann haben wir schöne so Portionsrippchen. An dicker Rippe ist eher ein bisschen mehr Fleisch dran. Da ist auch noch genügend Fett, dass es nicht zu trocken wird. Und ja, die andere habe ich schon vorgeschnitten, damit es jetzt einfach schneller übergeht. Und jetzt werde ich die Rippchen ein bisschen hier mit dem Rub. Ich habe die Zwiebel probiert, die sind schon, ja, haben einen guten Geschmack. Man muss ja bedenken, hier ist auch ein bisschen Salz. Und ja, so sieht das Ganze aus. Riecht fantastisch und jetzt kommt da ein Deckel drauf. Und ganz für mindestens 24 Stunden kommt das jetzt in den Kühlschrank. Zwischendurch kann man das, wenn man so ein Gefäß hat, ein paar Sekunden hin und her wälzen, dann verteilt sich das noch viel besser. Und ja, ab in den Kühlschrank und wir sehen uns morgen mit dem Fleisch. Und ja, Tag 2, das Fleisch ist mariniert und als Beilage mache ich Kartoffeln mit Hokkaido-Kürbis, so einen halben reicht. Dann werde ich zum Marinieren etwas Honig, Senf nehmen, das ist schon fertig gemischt. Wenn ihr das nicht habt, einfach etwas Honig und etwas Senf selber mischen. Verhältnis 1:1 ungefähr. Dann Olivenöl, Majoran, Salz, Pfeffer. Und wir werden erstmal das Fleisch auf den Grill drauf tun und dann machen wir da die Beilage schnell. Und ja, ich habe ein neues Grillzubehör. Sag ich mal, das ist ein Grillkorb vom Weber. Es war ja Weihnachten und das habe ich geschenkt gekriegt. Und ja, deswegen probiere ich das sofort aus.
wollte schon länger mir das holen, aber naja, wenn man das Geschenk kriegt, ist umso besser. Und das Fleisch, das riecht wirklich super. Und das werden wir jetzt in diesen Korb verteilen. Ja, ich muss mal gucken, dass es, weil in der Mitte kommt der Drehspieß, dass alles passt. Aber ich denke mal, das wird funktionieren. Ja. Also verteile ich das, dann stecke ich den Spieß durch und dann kommt noch eine Lage, denke ich mal, von oben. Mal schauen. Passt, und jetzt können wir das gleiche nochmal oben machen. Das ist eigentlich eine super Geschichte, finde ich. Man kann da drin so viele Sachen machen. Und ja. Okay, jetzt haben wir hier so drei Stücke. Und ja. Und dann wird das hier einfach so mit dem oberen Gitter arretiert. Man kann das, wie man hier sieht, in verschiedenen Stellungen, wenn das ein bisschen weniger Fleisch oder Gemüse ist, kann man das ein bisschen runter machen, das Gitter. Aber das ist eine super Sache. Ja. Also wir gehen jetzt damit raus. Und ja, den Korb habe ich jetzt aufgesetzt, der passt ja hier richtig gut rein. Der kommt nicht gegen die Gitter und da passt noch so eine Aluschale rein. Drin habe ich ja ein bisschen Bier reingemacht. Das wird sich ein bisschen ja einkochen, dann tropft da ein bisschen Fett rein. Und in der ersten Hälfte werden wir das ein bisschen angaren, so andämpfen. Und dann später, wenn wir die ein bisschen ja, cross grillen, Zwiebel fallen da rein, sehr schön. Und ja, ich lasse das jetzt mindestens 40 Minuten so laufen. Alle Brenner sind an, aber auf Minimum. Und in der Zeit machen wir unser Gemüse fertig und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Deckel wieder zu. Und ja, jetzt machen wir das Gemüse fertig. Ja, den Kürbis werde ich einfach, denke ich mal, jetzt mal halbieren. Dann einfach so ja, Spalten runterschneiden. Und ja, der Kürbis ist geschnitten. Jetzt kommt da die Kartoffel. Beim Grillen nehme ich gerne so mit der Schale, die habe ich gewaschen. Die viertel ich und dann schneide ich nochmal durch. Dann haben wir schön kleine Spalten, die nicht zu lang brauchen, gleich um gar zu werden. Und ja, das schneide ich jetzt auch schnell klein. Und ja, das Ganze hier ist jetzt in dieser Schale, wo unser Fleisch war, mit den Zwiebeln. Die sind jetzt richtig aromatisch und die werden richtig guten Geschmack abgeben. Es ist viel zu schade, die wegzuschmeißen, deswegen wird das mit dem Gemüse ja, vermischt. Und das wird sowieso dann weit über 100 Grad erhitzt. Und da mache ich ungefähr noch ja, 4 Teelöffel von den Honigsenf hier, ein bisschen Olivenöl, und da die Zwiebeln schon ein bisschen gewürzt sind, mache ich ja etwas von den Salz und Pfeffer oben drauf. Vermische das und dann warten wir, bis die Sachen hier, Kürbis und die Kartoffel, mit auf dem Grill können. Aber das dauert noch ja, ein bisschen. Und ja, eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen, und zwar Majoran, halben Teelöffel habe ich jetzt noch dazu gegeben. Jetzt mische ich das nochmal durch und so sieht das schon aus. Ich finde, das sieht gut aus. Also, bis gleich. Und ja, nach 40 Minuten schauen wir mal rein. Wir sind immer so bei 200 Grad gewesen, also ein bisschen weniger als hier steht, so 180, 160. Und das Bier ist komplett, ja, fast komplett verdampft. Das war ständig hier am Dampfen der Grill, das ist sehr gut. Das Fleisch sieht eigentlich schon richtig gut aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich halte das mal an. Aber da fehlt natürlich noch ein bisschen Bräune. Aber ich muss das erstmal umbauen, für die Kartoffeln drauf zu kriegen. Und ja, ich mache das mal schnell. Und ja, so sieht das jetzt aus. Die Kartoffeln werde ich ein bisschen höher drehen. Und das Fleisch ist auf der Seite, passt perfekt auf diesen Grill.
Und später werde ich zum Schluss die Schale rausnehmen und die zwei Brenner voll aufdrehen, damit das ein bisschen, obwohl das ist schon ansatzweise knusprig. Und ja, ich denke mal 40 Minuten brauchen wir nochmal für die Kartoffeln. Und dann müsste das Fleisch auch durch sein. Und ja, Deckel wieder zu. Und wir sehen uns gleich wieder. Und ja, Leute, nach weiteren, ja, 40 Minuten, 50 waren das, glaube ich, habe ich in den letzten 10 Minuten, wie ich gesagt habe, die Schale hier weggenommen. Die steht jetzt hier. Ich schalte das jetzt mal an. Und das Fleisch, ja, ich finde, das sieht mega aus. Die Kartoffeln sind auch fertig. Kürbis sowieso, der braucht nicht mal so lange. Und wir nehmen das jetzt runter und werden das Ganze probieren. Und ja, los geht's. Probier das Ganze. Ich habe mir schon auf Teller das Gemüse drauf getan. Ist das noch heiß? So, lässt sich gut anfassen. Und hier ist unser Fleisch. Riechen tut das fantastisch. Durch muss das auf jeden Fall sein. Und ja, ich nehme mir einfach jetzt eine. Sieht alles gut aus. Wie gesagt, riecht fantastisch. Und jetzt muss das weg. Ich würde sagen, probieren wir mal das Ganze. Kartoffeln sind weich, wunderbar. Genau wie der Kürbis. Schmeckt etwas süßlich durch den Honigsenf. Und die Zwiebel haben noch ein bisschen was dazugegeben. Ich finde einfache und schnelle Beilage, aber heute geht es um das Fleisch hier. Ja, es lässt sich auf jeden Fall vom Knochen abschneiden, es fällt hier nicht runter, das ist logisch, aber ja, probieren wir einfach das Ganze, das ist auf jeden Fall kross geworden. Was soll ich sagen, es schmeckt super. Ich habe ja schon mal ein paar Mal auf meinem Kanal russischen Schaschlik gemacht und die Marinade war schon die gleiche und das schmeckt genauso, nur in Rippchenform vom Geschmack. Der Wrap, der Magic Dust passt wunderbar dazu, finde ich. Mal ein bisschen was anderes, aber ich finde die Rippchen, ja, super geworden, super lecker. Und ja, was soll man dazu sagen? Außer macht das nach. Es muss nicht unbedingt so ein Grillkorb sein, es kann auch dieser normales Gitter sein, wo man das reinklemmen kann. Natürlich ein bisschen umständlicher, die ganze Zeit zu wenden, aber ja, es geht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis